Also wenn ihr auch so ein kleiner Künstler seid wie wir und ihr denkt, eure Musik ist gut, aber irgendwie verdient ihr es, mehr gehört zu werden, aber ihr habt keine Ahnung, wie ihr das anstellen sollt, dann kann ich das Coaching nur empfehlen, weil hier lernst du echt eigentlich alles, was man braucht, weil ich vorhin schon gesagt habe, was Branding angeht, Marketing-Sachen und dann später auch so Akquise für irgendwelche Werbepartnerschaften oder und so weiter. Also kann ich eigentlich zu 100% empfehlen. So. Ja, hi und herzlich willkommen hier zum nächsten Kundeninterview und wir haben heute wieder zwei richtig coole Gäste am Start. Wir wollen euch heute mal ein bisschen erzählen, wie das Ganze bei uns im Coaching ist und ja, herzlich willkommen hier im Video und ich würde sagen, zu Beginn stellt euch einfach mal kurz vor, was macht ihr so, wo findet man euch, was für Musik macht ihr so, damit der Zuschauer einfach mal Bescheid weiß. Ja, hallo, wir sind Corbin, Julius und Tony, wir machen Dark Trap und Funk. Und wir sind eigentlich überall vertreten durch DistroKid, macht's einfach, Spotify, Instagram. Ja, das sind so unsere Hauptplattformen. Sehr, sehr cool, ja. Wir verlinken das Ganze natürlich hier unten auch, könnt ihr gerne mal abchecken. Und ja, ihr seid jetzt ja 3 Monate, fast 4 Monate im Coaching. Erzählt mal so ein bisschen, wie war denn die Situation mit eurer Musik, mit Musikbusiness auch vor dem Coaching, bevor ihr zu uns kam? Also die Situation bei uns vor dem Coaching war so, das hat uns damals der Junior in unserem Akquisegespräch, sage ich mal, gut erklärt. Wir waren dieses schwarze geschlossene Buch, also der Charakter war da, also generell als Künstler, aber man hat es halt von außen überhaupt nicht gesehen, was wir überhaupt machen, wer wir sind, was uns ausmacht, warum man uns hören sollte und dabei habt ihr uns schon extrem geholfen, besonders jetzt mit den so nach außen gehenden Sachen. Ja, also das hat uns mittlerweile verzehnfacht ungefähr, ja. Also wir hatten schon eine grobe Idee, wie wir uns darstellen wollen. Wir hatten die Message, aber wir wussten halt noch nicht, wie wir sie rüberbringen. Und so bei den ganzen Branding-Sachen hat uns das Coaching dann schon sehr stark geholfen. Auch, dass wir jetzt ein klares Bild nach außen vertreten. So, das ist schon ziemlich cool. Sehr cool. Das heißt, da war so ein bisschen noch ein bisschen die Frage, wie bringen wir das Ganze raus, die Message. Dann seid ihr, wo habt ihr uns dann gefunden? Über eine Werbeanzeige oder? Das war lustigerweise, habe ich einfach nur euer kleines E-Book runtergeladen wegen einer Insta-Werbung. Und dann habe ich wenig später einen Anruf bekommen. Da haben wir ein bisschen gequatscht und dann gesagt, okay, wir melden uns in ein paar Monaten nochmal. Habt ihr auch gemacht. Dann hatten wir Gespräche mit dem Junior und da dachten wir, super, wir passen alle super zusammen. Also Chemie hat einfach gepasst. So. Ja. Sehr cool. Was ich da auch immer sehr interessant finde, hattet ihr da so, als ihr zum ersten Mal gesehen habt, irgendwelche Bedenken oder dachtet ihr, was ist das Unseriöses, ist das real? Gab's da sowas? Ja gut, ich bin generell ein sehr skeptischer Mensch, was sowas angeht, wenn mir jemand was im Internet verkaufen will, aber ich denke, das war dann alles mit dem ersten Gesprächstermin mit dem Junior dann weg. Natürlich wusste ich erstmal nicht so richtig, worauf lassen wir uns hier ein? Es war, ein Coaching war gesagt, aber na gut, wenn man solche Versprechen hört wie 10.000 Aufrufe oder so garantiert, dann denkt man sich so, okay, ja, wie wollen die das jetzt anstellen? Aber bisher hat es super funktioniert. Ja, ich bin überzeugt. Sehr cool, das hört man doch gerne. Ja, dann erzählt mal so, seitdem ihr im Coaching wart, was war so die Entwicklung, wie seid ihr vorangekommen? Was waren vielleicht auch so die größten Resultate, die darauf hervorkamen? Wunderbar. Okay, also am Anfang, als wir mit Coaching angefangen hatten, waren wir ungefähr so bei 70 Hörern auf Spotify, sag ich mal. Und da war schon klar, okay, es liegt eigentlich nicht wirklich daran, wie wir die Musik machen, sondern wie wir uns so nach außen zeigen. Und das war besonders jetzt in den ersten Kurswochen wichtig, wo es dann eben genau darum ging, so Branding-Sachen, die Marketing-Grundlagen. Also Marketing haben wir auf jeden Fall mit am meisten gelernt und Branding. Dafür ist ja auch da. Und willst du noch was ergänzen? Ja, also wie gesagt, wir hatten eine relativ kleine Audience. Das Genre, was wir machen, wird zurzeit auf Spotify sehr gut unterstützt. Von daher hatten wir schon so ein bisschen einen Kick dahinter, aber vor allen Dingen auf unsere Social-Media-Präsenz war halt Mau Mau, wir hatten vielleicht 100 Follower am Anfang, wenn überhaupt. Großteil davon unsere Bekannten natürlich, wie es halt am Anfang so ist, so Mutter und Oma. Aber seitdem, naja,
seitdem man so ein klares Bild nach außen trägt, hat sich das rapide entwickelt. Wir sind jetzt bei 700 Followern auf Instagram und bei über 7000 Hörern auf Spotify. Also es entwickelt sich rapide. Also dann kann man sagen, von 70 auf 7000 Hörer verhundertfacht, oder? Und das in 3 Monaten. Wow. Richtig, richtig stark. Auch stark umgesetzt, muss man auch dazu sagen. Ja, wir gehen ja die Strategien an die Hand, aber ihr habt sie auch umgesetzt. Also sehr stark. Und vielleicht da nochmal die Frage. Klar, es sind jetzt erstmal die ersten 4 Monate, also es wird ja nochmal weitergehen. Da wird noch viel passieren. Als nächstes dann ja auch nochmal das Thema Gigs und so weiter. Habt ihr damit schon angefangen oder ist es jetzt erstmal als nächstes dran? Das Thema Gigs und Konzert ist bei uns erstmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt für die nähere Zukunft. Aber wir wollen es natürlich auch in Angriff nehmen, steht auf unserer Liste, dass wir dieses Jahr mindestens noch 3-mal auf der Bühne stehen wollen. Weil, naja, dafür machen wir es eigentlich. Weil der direkte Kontakt mit den Fans, das fehlt uns irgendwie noch so ein bisschen, diese Bindung direkt zu den Leuten. Und das wäre natürlich super, wenn wir damit noch anfangen, jetzt in nächster Zeit. Aber vorerst haben wir es erstmal abgestellt und wollen unsere Content-Maschine nochmal ein bisschen in Ordnung bringen. Und dann schauen wir mal in Zukunft. Wissen wir? Sehr, sehr cool. Ja, das kommt ja auch alles mit der Zeit, Step für Step. Aber dafür geht die Zusammenarbeit ja auch länger, damit man das langfristig ausarbeiten kann. Was würdet ihr sagen? Wem würdet ihr das Coaching vielleicht auch noch empfehlen? Also, das richte ich jetzt mal an die Leute, die das gucken. Also, wenn ihr auch so ein kleiner Künstler seid, wie wir vor... Also, eigentlich sind wir immer noch ein recht kleiner Künstler, aber weißt du, was ich meine? Und ihr denkt, eure Musik ist gut, aber irgendwie verdient ihr es, mehr gehört zu werden, aber ihr habt keine Ahnung, wie ihr das anstellen sollt, dann kann ich das Coaching nur empfehlen, weil hier lernst du echt eigentlich alles, was man braucht. Weil ich vorhin schon gesagt habe, was Branding angeht, Marketing-Sachen und dann später auch so Akquise für irgendwelche Werbepartnerschaften und so weiter. Also kann ich eigentlich zu 100% empfehlen. So. Ich glaube, da schließt du dich dann an. Und vielleicht nochmal zum Abschluss, was waren so die 1-2 größten Learnings bisher? Vielleicht jeder ein größtes Learning, was ihr vielleicht auch den Leuten per Video als Tipp mitgeben wollt. Okay, also das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Also auf jeden Fall am Anfang, dass wir schon im Akquisegespräch hatten, das mit dem Buch ohne Titel, das war auf jeden Fall, das hat uns ein bisschen wachgerüttelt. Also ist klar, wenn man jetzt seine Musik super findet und die einfach hochlädt, das funktioniert nicht mehr so wie früher. Es laden einfach zu viele ihre Musik hoch und finden sie gut. Also man muss schon wissen, wie man sich selber vermarktet. Und ansonsten wäre noch was, dass das Ganze ein Marathon ist und kein Sprint. Also in seltensten Fällen wird man in den ersten paar Monaten, wie man das anfängt, berühmt. Das dauert Jahre, aber deswegen soll man einfach weiter daran arbeiten und nicht aufhören. So. Auch einfach immer weiter, wie er schon gesagt hat, immer weiterzumachen, dass man jetzt nicht auf einem Konzept festhängt und sich dann entscheidet, okay, es läuft nicht so gut, jetzt stecke ich den Kopf in den Sand und höre auf. Es ist einfach weiterzumachen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wo uns das Coaching sehr geholfen hat, weil natürlich, wenn der Progress mal ein bisschen stagniert, merkt man sehr schnell dazu, doch mal zu sagen, was läuft jetzt falsch oder mache ich überhaupt noch was richtig oder was kann ich vielleicht verändern. An der Stelle einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, einfach weitermachen, immer wieder iterieren, was funktioniert und was nicht funktioniert, rausfinden und Kopf hoch, es wird schon. Yes, vielen Dank euch. Ja, gute Ansprache. Also wenn euch das Ganze auch interessiert, wenn ihr unterstützt werden wollt, dann tragt euch hier unten gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Wir schauen erstmal, ja, ob und wie wir euch dabei helfen könnt, wenn du mit deiner Musik erfolgreich werden willst. Dann kommen wir gerne ins Gespräch. Und natürlich checkt die beiden hier auch mal ab, auch links hier unten drin. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Gespräch und wünsche euch noch viel Spaß auf der Messe. Danke.